Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Nicht Arkham City. So wie im letzten. Diesmal ist es raus. Letztes Mal wollte ich Arkham City sagen. Gut, Marc ist jetzt wieder am Gamepad. Yeah. Wir suchen immer noch Commissioner Gordon, ne? Versuchen den immer noch zu retten, ne? Yep. Ja, wir haben da versehen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Genau. Wir müssen jetzt jemand noch die zwei Typen hier ausschalten. Das wird jetzt Marc machen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja. Wo will er hin? Nervös ist er. Also, die haben uns jetzt mittlerweile ja nicht bemerkt, aber die wissen, dass jemand hier in der Nähe ist und deswegen sind die nervös. Da kann man dann immer schön den Zustand lesen. Das ist sehr schön. Der andere auch. Ja, der andere wird das auch. Der war ja auch mit da oben. Den kriegst du gerade nicht rein. Kann ich jetzt antippen oder gleitet er dann direkt? Oh, klasse. Gut noch gerettet. Schnell RTY. Gott. Auch er ist noch gemacht. Und dann ab schnell nach oben. Schnell, schnell. Wie duckt man sich? FRB. Ach Gott, dazu. YOLO. Oh, Ich hab's dir wo gesagt. duckt man sich jetzt nochmal? Drück doch erstmal A zum Wegrennen. Jetzt sieht er dich da oben auch. Ich kassiere hart. Tja. Verstorben sind wir noch nicht. Was? Wo duckt man sich jetzt? Ich wollte mich die ganze Zeit ducken. Ja, wie? Ach, RT. Meine Güte, RT ist doch oben rechts, war nicht klar. Nein. Ja, du brauchst Hilfe. Ja, also erstmal wird der schießt einfach mal irgendwo hin. Nee, 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 schon wieder ein guter Start. Aber wir sind eben halt keine Vollprofis mit dem Gamepad. Oh, jetzt hätte es ihn auch schon. Schau ihn Ach auf. mal geil, einfach durchs Glas. Jawohl, hammergeil. Mach mal Detektivmodus weg. Oh, Tonband Guck mal. nehmen. Aha, da ist Harley Quinn nämlich noch normal. Da möchte sie erstmal eigentlich nur in Arkham Asylum arbeiten. Als Professorin anscheinend. Eher als Psychodoc. Wahrscheinlich hat sie in der Anstalt gearbeitet. Ja, genau. Das ist ja hier so eine Anstalt, ein Anstaltsgefängnis. So, wie wir sehen, habe ich jetzt auch wieder Leben bekommen. Sehr Ja. fort. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus. Voll der Affe. Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los. Schwing dich erstmal schnell nach oben. So. Da sind nämlich drei Alles neue klar. Gegner dazugekommen. Oh, der kommt direkt. Boah, der wäre perfekt. Ich weiß aber nicht, ob der dann hochkommt, wenn der hochkommt. Da, nein, die sind. Verarscht er mich jetzt? Hätte es gleiten gehört, halt nicht. Und jetzt ausschalten. Ja. RT! Ja, mach ich doch. Nein, tust du Da nicht, du halt drückst jetzt. RB! Und da ist er. Und man kassiert wieder. Gameplay-Profi RT! Boah, meine Güte, ich bin zu doof dazu. Uhuhu! Purer Skill. Du hättest da jetzt auch runtergehen können. RT, das ist doch die hier. Ja, Ja, die du haben hast uns die doch ganze Zeit gehört. RB gedrückt. The fuck. Dann kann der Kampf So. bestimmt wieder hier. Woo! Jawohl. Alles geplant. Ja, sicher. Schon wieder kassiert. Hoffentlich kriegst du jetzt dein volles Leben wieder. Sollte es aber eigentlich. Ja, noch hier. Kann ich den. Ja, fast. Ja, so könnte man jetzt da rein. Das wäre jetzt auch noch möglich gewesen. So, was kann ich jetzt öffnen? Nee, da brauchst du Oh. nicht hoch. Ich will gucken, wo ich hin muss. Ist hier ein Aussichtspunkt hier? Da unten, oder? Ne, von da drüben. Ja. Wo sie überhaupt reinkommen? Durch den Lüftungsschacht.
Schon wieder komplett vergessen. Sehr gut. Ist ja erst vor einer 10 Ja, Minuten ich passiert. weiß. Deswegen sehr gut. Oh, nett. Ein paar Tote. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Ich glaube, die wollten die mutieren lassen, oder? Nee, die wollten einfach nur zeigen, dass sie nicht verfolgt werden können und nicht verfolgt werden wollen. Ja, das heißt, man stirbt. Ja. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt den Riddler kennengelernt. Ja, du musst gerne noch nicht X Ja. lange gedrückt halten. Ich drück schon das Falsche, ne? LB, lange gedrückt halten. Meine Güte. Ach so, ja, wo ist ein Porträt? Also, wo war Zoom? Der hier, ne? Ich sagte, schneid dich nicht an diesem Ja, scharf Mann. geschossenen Foto. Nein, das ist es nicht. Meinst du nicht? Ich meine nicht. Ich sag ja. Ne. Nein, doch nicht. Dreh dich Okay. mal um. Links. Und da ist es. Da rechts. Oh ja. Aber ja, normalerweise, ja gut, jetzt sind die noch nicht so hardcore, die Du hast es Rätsel. also geschafft. Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Wow. Riddler-Herausforderung. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Okay. 9 haben wir schon von 240 abgeschlossen. Wir sind Cool. Tiefe. Der ist noch verschlossen, oder? Welche davon sind denn gemacht und welche nicht? Die mit dem grünen Schlüssel sind gemacht, ne? Schätze ich mal. Ne, ich glaube hier, die mit dem Symbol. Da wo. Geh mal hier auf das Plattformhaus mit X2 hin. Ich glaube, die haben wir schon gemacht, oder? Keine Ahnung. Ich verstehe das gerade auch selber Ja, nicht. bei Arkham City ist das besser markiert. Ja, machen wir jetzt noch weiter. Ah, da war irgendwie so Batman, ich ein. bin hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Also, du Kompletter hast uns einfach mal Verdacht. zugeguckt. Ja. Feigling. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Emotion. Ja. Pure Emotion. Neues Ich Ziel. passe auf Maria auf. Das Jetzt verspreche sollen wir ich. hier aus der Intensivbehandlung fliehen. Das ist die erste Tür, die wir öffnen können. Ja, und da ist eine Riddler-Trophäe. Ja. Da, du weißt nichts über. Oh, das habe ich jetzt nicht so schnell gelesen. Du weißt nichts über Gordon, aber ich weiß nicht, was da noch stand. Weiß nicht, stand nicht was. Ja, guck doch erstmal, wo die Riddler-Trophäe herkommt. Oder. Ja, man muss da immer so Fotos machen. Ach, da kann man jetzt kann da schon durch. Nee, wir haben noch was. Aber du kannst dir die, glaube ich, markieren, die Riddler-Trophäe. Wenn du LB lange gedrückt hältst. Wenn das hier schon geht. Nee, das geht hier leider noch nicht.
Ich gehe nochmal rein und raus, dann können wir vielleicht lesen, was da steht. Du kannst das auch auf eurer Karte lesen. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Kommt nämlich nicht normal. Naja, okay, Karte auf. Irgendwo könnte man das, glaube ich, lesen. Nein, nicht da. Ja, mach nochmal. Irgendwo könnte man das hier lesen. Ich glaube, wenn die markiert sind. Aber die sind doch nicht markiert. Naja, damit wollen wir uns jetzt auch nicht lange aufhalten. Die Riddler-Trophäe kriegen wir hier eh noch nicht, weil wir das Spray noch gar nicht bekommen haben. Das Explosiv-Gel. Das ist cool. Ja, das ist echt cool. Damit kann man hinterher auch Gegner töten. Sehr witzig, töten. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Ländern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Da habe ich mal kurz abgewürgt. Ja, wenn du direkt weitergehst. Ich dachte, er erzählt weiter, weil es eine Radiosendung ist. Das tut mir natürlich jetzt leid. Aber wird wahrscheinlich sowieso nur von diesem, von der Entführung gesprochen und von dem, also von dem, was hier passiert ist jetzt. Chatting mal. Oder denkst du da anders? Nö. Ich meine, dass was anderes zu erzählen gibt es ja noch nicht. Viel ist ja noch nicht passiert. Genug. Ja, Joker ist frei. Ja, stimmt. Hat ja die Argenanstalt erstmal übernommen. Oh, cool. Das erste Mal sind wir, glaube ich, draußen ein bisschen. Kann das sein? Ja, es scheint so ein Tunnel zu sein, einfach daneben. Wir sehen die Stadt. Ist das die Stadt? Schätz mal schon. Ja. Das wird nicht die Anstalt sein. Ja, vielleicht das hier vorne noch, aber dahinter nicht. Ziel erreicht. Jawohl. Wir sind aus der Intensivbehandlung geflohen. Wo geht's jetzt weiter? Frage ich mich, einfach runterspringen? Ich gehe mal davon aus. YOLO! Ach ne, Leroy, ne? Wenn ich Holo sagt da. Ein Kollege. Okay, ist ein Kollege. Steht nur Arkham Security drauf. Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nenne ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Alles klar. Naja, Batman war ja schon immer so ein Einzelgänger. Er wollte nie Hilfe. Er wollte nie andere in Gefahr bringen. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Alles klar. Also, unser Auto hat. Beschütze das Batmobil. Unser Auto ist jetzt nicht wie so ein normales Auto, was es ja schon mal in Filmen gibt, so ein Elektroschutz. Also, wenn man es anfasst, dass man dann einen Stromschlag kriegt, sondern das schießt auch um sich. Also, wenn Harley Quinn da jetzt rangeht, wäre es natürlich. Ja, vor allen Dingen mit Gordon. Ja, dass Gordon dann halt verletzt wird.
Okay, hier geht's nicht lang. Schau es hinauf. Gottes Name. Oh Mann, oh. Da ging gerade die Tür auf und warum schwingst du dich da hoch? Ich hab's auch gesehen. Oh. Das hätte dir auch jetzt klar sein müssen. Nee, ja, mach mich wieder. Ambulance. Da sind schon zwei Gegner da hinten. Du siehst, dass die mit Waffen da sind und du gehst da so hin. Ich hab das gerade voll verpeilt für Brain After. Hab ich gemerkt. Guck von der anderen Richtung, von den Idioten. Den einen könntest du, glaube ich, jetzt hier von hier oben ausschalten. Ich glaube nicht. Das ging durch das Glas da. Okay, dann springen wir mal leise runter. Leise, ne? Das ist, glaube ich. Was war? Ich schleich dabei immer lieber als zu gehen. Oder? Ich kann das aber noch nicht. Ich verprügel den einfach, wenn er aufsteht. RTY. Also R2. Ja, ja. Aber es hat gerade die ganze Zeit nicht funktioniert. Er hat sich bei mir immer geduckt. Keine Ahnung. Hä? Er konnte sich doch gar nicht ducken, er war bewusstlos. Nein, hier, ich hier. Wenn man R2 drückt, drückt man sich ja. Ja. Ja, genau. Und dann einfach Y drücken. Ach, ich fand auch den ganzen Schild hier nicht. Oh. Tweet die und tweet dumm. Sahnes. Das geht immer viel zu schnell weg. Ja, bei Arkham City nicht, ne? Guck mal, ob du es jetzt auf der Karte sehen kannst. Gute Idee. Falsch. Ne. Irgendwo muss man das... Ach, warte mal. Irgendwo muss man das so lesen Boah, können. Der springt direkt hier rüber. Hm. Ja, ich hoffe, das kann man irgendwann nochmal irgendwo lesen, weil wir wollen es natürlich auch lösen. Ich mag die mit Aufgaben. Ich auch. Es gibt nicht nur welche. Alter, ich würde die Leute so verprügeln, wenn ich eben mein Auto anfasst. Oh, hab ich gesehen. Sehr nett ist hier natürlich auch, da stand jetzt 6 unbewaffnete Gegner und die haben einfach mal so ja, Baseballschläger oder Eisenstahlrohre. Hier in Batman ist das eben halt unbewaffnet, heißt immer, dass sie keine Schusswaffen haben. Ja, also Menschen mit Schlägern oder sind für Batman keine Gegner. Ich wollte es gerade sagen, für Batman sind eben halt Schläger überhaupt nichts. Aber die haben es kaputt gemacht, die Schweine. Ja, es geht noch. Alter, wenn dir jemand die Scheiben einschlägt, dann prügelst du den einfach nur mit dem Weich. Oh, haben wir jetzt gerade noch gemacht. Okay, gut. Haben wir jetzt ordentlich ausgeteilt. Gut. Aber jetzt das Auto lassen wir da so stehen. Gut. Ja, wenn es einer anfasst, stirbt. Das war doch eine ordentliche Message jetzt, oder? Naja, sterben tun die ja nicht. Sie sind nur bewusstlos. Irgendwann stehen die wieder auf und prügeln wieder drauf. Hole etwas Explosivgel aus dem Batmobil. Ah. Also jetzt kriegen wir schon unser angesprochenes Explosivgel. Was sehr, sehr nützlich ist. Yay! Warnung, Explosionen können Umstehende verletzen. Ach, YOLO. Wenn einer im Weg steht, ne? Bitte weggebelastet. Das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Okay. Wo ist schon der gute Hinweis hier? Sie haben jetzt hier schön mal ein Gebiet schon mal angegeben. Ah, da. Das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Ups. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, die ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Alles klar. Und dieser Spur werden wir folgen. Und wie das aussieht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Haut rein.